Es ist so leer hier ohne die Kinder. Ich wünschte, ich hätte sie auf den Ausflug begleiten können. Part 1, Rosewood. Hoffe, und dass unserer Kinder nichts passiert ist. Oder einfach doch. Sie sind es. Da bin ich aber froh. Victoria ist krank. Kaum geht es aufwärts da. Da atmet sie plötzlich nur noch ganz flach und die Ärzte wissen nicht, was ihr fehlt. Ihre Kette. Ach so, die liegt auf der Kommode. Der Verschluss war kaputt. Ich habe ihn repariert. Hat irgendjemand nach ihr gefragt? Nein. Sie sind hier. Ich muss Victoria hier wegholen. Wo ist der sicherste Platz am Haus? Im Keller, würde ich sagen. Dann gehen Sie dorthin. Ich komme mit Victoria nach. Ja, natürlich. Oh Gott, mir kurz beistehen. Oh. Komm. Danke. Sie sind zurückgekommen, wie Sie es gesagt hatten. Ich hatte solche Angst. Das ist ja gar kein Problem. Wir haben ja deine Mutter oder deine Freundin war es genau, war ja nicht die Mutter, etwas versprochen. Und das halten wir natürlich auch ein. Waren das Schüsse? Psst, leise. Ich habe Diana versprochen, auf dich aufzupassen. Genau, das haben wir. Und das werden wir natürlich auch. Was ist das für ein Geräusch? Es liegt nicht dran, dass sie Nonnen sind. Aber Gott, was ist mit dem Klebeband passiert? So ist Wade eben. Der Kerl mag's gerne blutig. Das macht ihn an. Vermutlich wurde er deshalb noch nie geschnappt. Er setzt immer noch einen drauf. Wahrscheinlich. So, dann fahren wir mal kurz mit dem Fahrstuhl. Ich muss den Strom wieder einschalten. Schwester Mary wartet im Keller. Dort treffen wir uns. Okay, jetzt müssen wir den Strom wieder einschalten. Und jetzt sind da oben schon eine tote Nonne, die es natürlich nicht verdient hat, zu sterben. Das ist natürlich... aus dem Ruder, Mann. Was zum Teufel sollen wir tun? Wir beenden, was wir angefangen haben. Na los, gehen wir. Wir müssen das Mädchen finden. Die machen ihn ganz schön fertig. Tja, wenn wir sie nicht finden, reißt Wade uns allen den Arsch auf. Los, find mal raus, was sie haben. Ja, wir nehmen hier alles auseinander. Noch keine Spur. Falsche Antwort. Okay. Versuchen wir es nochmal. Wo ist das Mädchen? Da ist gar keine Zielperson, oder? Haben Sie schon was? Scheiße, wenn ich das wüsste. Hört sich nicht so an. Lange. Der Typ hat's echt drauf. Ich brauche eine Pause.
Komm. Nicht Todesfall, also ob die es jetzt nicht verdient haben. Ich bin ein Niemand. Ich habe ihnen nichts getan. Ich kenne sie ja nicht mal. Kann ich dich nie befreien? Okay, dann. Schade. Aber wir denken, da eine Sicherung. Wir hier als Elektroniker, denke ich, wissen. Also ich muss also zugeben, ich mache eine Ausbildung als Elektroniker. Da, denke ich, können wir die Sicherung schon reparieren. Wäre ja blöd, wenn nicht, nö. Also einen Kontrollpunkt hätte ich auch brauchen können. Aber, naja. Puh, ist ganz schön viele, ne? Warte mal, ich habe eine Idee. Was machst du da? Versteck dich doch wie so ein Mädchen. Er hat Kenny umgebracht. Helme, ja, das wär's für euch, für mich, wurde er, meinst du? Ich sehe ihn nicht. Haben wir ihn erwischt? Haben wir ihn getroffen? Nein, ich sehe ihn nicht. Was macht er? Aber dir erst, ne? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hast du ihn gesehen? Da ist er! What? Hä? Okay, scheiße. Da sind wir einfach zu sehr reingerannt. Aber die Mission, also mal ganz ehrlich, wenn man die leise durchzieht, sind Schurken und Schurken, denke ich, kann man auch leise ausschalten. Also laut ausschalten, die sind Schurken, also gibt das, da denke ich, was Schönes. Will uns doch verscheißern! Ich brauche mehr Munition!
What the fuck? Okay, das war vielleicht. Alter. Okay, ich würde es nochmal mit Zielfeuer probieren. Okay. Zielfeuer ist, denke ich, die Lösung. Okay, wir haben nur die Pistole. Das bedeutet, wir machen das Ganze einmal. Wer ist der Typ? Ich bin verdammt bekannt vor. Ich habe gar keinen Zug mehr. Okay, um keine Sinkwerte müssen wir das wirklich leise durchziehen. Aber wir haben halt wirklich wenig Instinkt. Das ist natürlich blöd. Aber ich denke, ich weiß nicht, ob das bisschen Instinkt erreicht. Wer soll das denn sein? Ja, Tag auf. Hey, Sie da! Wo wollen Sie hin? Ich hole mir noch kurz die Sicherung, wenn das okay ist. Nein, lassen Sie mich hier nicht einfach stehen, Mann! Warum nicht? Wissen Sie, wer ich bin? Nö. Wissen Sie, wen Sie hier ignorieren? Schwingen Sie Ihren Arsch hierher! Nö. Ah, der Kerl hat sich umgezogen! Komm raus, du rasierter Feigling! Hey, nein, zack, wieso müssen Sie mich immer sehen? Wer schießt? Wiederholen! Wer schießt? Ich weiß nicht, ich hab nicht angefangen. Nur auf was zu denken, wäre das besser. Hör doch auf mit dem scheiß Nahkampf. Mann, ohne Witz. Warum fängt der jetzt an mit dem scheiß Nahkampf? Mann. Oh Gott, Mann. Okay. Kann man sich näher verstecken? Ach, das ist mir jetzt egal. Ich muss an diese scheiß Sicherung kommen. Haben Sie schon was? Scheiße, wenn ich das wüsste. Hört sich nicht so an. Ja, das dauert schon zu lange. Der Typ hat's echt drauf. Okay. Ich hasse es. Alle mal herhören. Sind alle da? Totale Scheiße. Vor wem verstecken Sie sich? Hä? Okay, passt auf. Hey, was geht, Mann? Bist du neu hier oder was? Stinksauer. Oh, hey, warten Sie, warten Sie. Ich rede mit Ihnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hey, was ist denn los mit Ihnen? Umdrehen! Ich bin doch keine Spochtel! Also reißt euch zusammen! Nicht weitergehen! Richtigen Ärger! Habt ihr verstanden? Ah, der Kerl hat sich umgezogen! What the fuck?
Mann! Oh Gott, zack. Was war ich denn falsch? Mann, okay. Ich muss irgendwie an den einen Typi da anfangs vorbeikommen, ohne dass er... ich habe auch so wenig Instinkt. Okay, passt auf. Ich habe eben mit Wade telefoniert. Er ist stinksauer. Hey, was machst du denn da am Boden? Du weißt schon, dass da Hunde hinkacken, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das lasse ich mir nicht nachsagen. Ich bin doch keine Spochtel. Also, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, Mann. Okay, alles klar. Hey, warum krabbelst du da am Boden rum? Das sieht albern aus, Alter. Total albern. Oh Mann, das ist scheiße. Hä? Ja, ist wahrscheinlich nichts. Aber du solltest lieber nachsehen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich sehe nach. Bleib ruhig hier. Habe ich gerade gesagt, ich gehe nachsehen? Keine Ahnung, Mann. Was ist da los? Keine Ahnung. Okay. Okay, jetzt sind uns auch die zweite und die dritte Sicherung beschaffen. Scheiße, ist das viel, Mann. Scheiße, wir sind rein. Ja, was zur Hölle ist Steatorhö? Dagegen hilft das Zeug hier. Keine Ahnung, klingt cool. Ich wette, wenn du dir genug davon reinziehst, gehst du ab wie eine Rakete. Oh ja, das hört sich gut an. Trödel nicht rum, schnapp dir, was du kannst. Oh Scheiße, was? Da kommt was der Boss. Noch nicht. Durchsuch jeden Schrank, okay? Die 80er haben gründlich angerufen. Sie wollen ihren Scheiß zurück. Hast du eigentlich gehört, was ich da draußen gesagt habe? Wade ist sauer und ich will diesen Irren nicht verarschen. Okay? Genau. Komm schon! Gott. Beeil dich. Los, los! Wie machen wir das denn am besten? Warte, warte mal. Ja. Dieser Typ. Ja, ich hab ihn. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt der größte Vollidiot, den ich je begegnet bin. Außer Kontrolle weiß nicht wer. Und zwei meiner Cousins. Warte in den Ohren. Könnte jeder gewesen sein. Warte mal kurz. Hey, Arschloch. Wenn du dich nicht sofort zu erkennen gibst, werde ich ungemütlich. Such das Mädchen, anstatt hier blöd rumzustehen. Fall nicht drauf rein. Das ist Klamotten. What the fuck, 5-5-5. Ja, gut, ich komme hier anscheinend gerade erstmal nicht weiter. Ich werde es dann in der nächsten Folge nochmal probieren, weil das heißt, wir spielen Hitman Absolution. Bis dann, tschüss.